Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütend Geschicks erdulden? Oder sich waffnen gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? Sterben, schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches erbteilen. Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen. Vielleicht auch träumen? Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir die irdische Verstrickung lösten, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer trägt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, der stolzen Misshandlungen, verschmähte Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwert schweigenden Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte, mit einem Dolche bloß. Wer träge Lasten und stöhnt und schwitzt unter Lebensmüh? Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tode, dem unbekannten Land, von dem kein Wanderer wiederkehrt, den Willen lähmt. Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht dies Wissen feige aus uns allen. Und der anfängliche Entschluss wird von des Denkens Blässe angekränkelt. Und unser Vorsatz hochgezielt und edel durch zu viel Überlegung lahmgelegt, kommt nicht zur Tat.